So, hallo, hallo, meine Lieben. I'm back. Ich bin wieder zurück. Ich habe mir gedacht, ich drehe jetzt wieder Daily Vlogs, weil ich wieder Lust habe. Ich habe mich gut erholt, würde ich mal so sagen. Und jetzt geht's weiter mit Daily Vlogs. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Fragt mich. Fragt mich in den Kommentaren gerne, was ihr wissen möchtet. Ich habe schon so ein bisschen gevloggt zwischendurch. Genau. Und jetzt möchte ich vloggen. Ich weiß nicht, wie oft ich vloggen werde, wie oft ein Video online kommt. Das mache ich nach Lust und Laune. Ich würde euch gerne mitnehmen, wenn ihr Bock habt. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie in die Kommentare. Dann kann ich sie nämlich im nächsten Vlog beantworten. Dann machen wir die Fragerunde jetzt auf YouTube und nicht mehr auf Instagram, weil ich mache ja immer auf Instagram Fragerunden. Genau, und dann machen wir sie einfach auf YouTube. So, genau. Ansonsten, was kann ich euch erzählen? Ich weiß es nicht. So, meine Lieben, wir machen heute den Crunchy Potato Salat. Und zwar ist das der knusprige Kartoffelsalat. Der ist auf TikTok viral gegangen und ich habe den schon so, so oft gemacht und der schmeckt so, so gut, dass ich euch das Rezept nicht vorenthalten wollte. Und zwar brauchen wir Kartoffeln. Ihr nehmt am besten diese Drillinge, diese Mini-Kartoffeln. Die sind natürlich ideal dafür. Ich habe jetzt nur große, aber ist nicht schlimm. Wir nehmen jetzt diese Kartoffeln. Ich habe jetzt hier, ich glaube, 700 Gramm. Und zwar werden die jetzt erstmal gekocht. Genau, mit Schale kann man die ruhig kochen. So, hier könnt ihr sehen, jetzt kochen die Kartoffeln. Oh. Also ich muss das jetzt ein bisschen runterstellen auf 3. So, und ich habe noch einen Trick, und zwar, ihr müsst hier so einen Holzlöffel drauf tun, dann kann das nicht überkochen. So, jetzt habe ich die Kartoffeln gekocht, ich glaube 40 bis 45 Minuten. Ich habe die auch halbiert, damit die kleiner sind. Und ich habe sie mit Schale gekocht. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen hier so eine Gabel und tun die auf so ein Blech, die Kartoffeln. So, genau. Am besten ihr macht das, wenn die Kartoffeln noch heiß sind, weil dann klappt es am besten. So. Okay. Am besten ist auch, wenn das ganze Blech voll mit Kartoffeln ist. Ja. So. So, jetzt bin ich fertig. So, also wichtig ist, dass die Kartoffeln noch heiß sind, dann klappt es besser. Und ihr verteilt die so auf so ein Backblech. Und dann nehmt ihr euch ein Glas oder ein Kartoffelstampfer, also das, was ihr habt. Ich habe jetzt hier so ein Glas, weil mein Stampfer ist in der Spülmaschine und zerdrückt die Kartoffeln. So. So, meistens bleibt etwas kleben, ist aber nicht schlimm. Deswegen müssen die auch weich sein, damit man die so gut stampfen kann. So. Genau, diese Kartoffeln sind jetzt nicht so gut geeignet, wie ihr sehen könnt, aber ist nicht schlimm, es klappt trotzdem. So, und was ist jetzt wichtig dabei? So, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr die Kartoffeln stampft, bis zum Boden stampfen, wirklich zerdrückt die so richtig, auch wenn die auseinanderfallen, auch wenn ihr Kartoffelpüree habt, ist egal. Die dürfen auf jeden Fall nicht mehr so dick sein, sonst klappt das nicht. Weil ich habe auch anfangs den Fehler gemacht, damit die besser aussehen und im Ganzen sind, habe ich sie so gelassen. Aber dann habt ihr ganz normale Kartoffeln und ihr wollt ja crunchy Kartoffeln haben. Deswegen macht das so richtig klein. Ist egal, wenn ihr hier so ein Kartoffelpüree habt, das klappt trotzdem. Klar sind die da nicht im Ganzen, das ist aber nicht so schlimm. Die sind trotzdem kross und es funktioniert besser. Genau, nur so als Tipp. Und dann würzen wir das jetzt mit, zeige ich euch mit was. Jetzt wird das gewürzt und zwar, wir nehmen einmal Öl, egal welches. Ich habe jetzt Rapsöl und machen das hier so drüber. Also ich habe hier so meinen Finger, damit da nicht zu viel rauskommt.
So, also Öl ist wichtig. So. So, und dann nehmt ihr Gewürze eurer Wahl. Ich nehme einmal das hier, dieses Fondor von Maggi. Das nehme ich immer für Kartoffeln. Also großzügig drauf schmieren. Hier. So. Dann, ups, Salz. Mehr ist mehr. Pfeffer nehme ich. Dann Paprika-Gewürz, ganz, ganz wichtig. So. Dann nehme ich noch gerne Knoblauch, bunter Knoblauch. So. Und Muskatnuss. So. Und so schaut das jetzt aus. Und jetzt kommt das in den Ofen. Und zwar, ich mache das auf Ober-Unterhitze, 200 Grad, für 45 Minuten. Ja, keine Sekunde länger, keine Sekunde kürzer. Es muss wirklich 45 Minuten im Ofen sein, damit die wirklich kross werden, die Kartoffeln. So, genau. Und für diesen Salat brauchen wir jetzt noch Mayonnaise. Joghurt, ich glaube 4 bis 5 Esslöffel, etwas Zitronensaft, Senf, Paprika, halbe Gurke, eine Zwiebel, eigentlich eine rote, aber ich habe jetzt nur die weißen da, Salz, Pfeffer und etwas Dill. Okay, jetzt könnt ihr mich nicht sehen, aber ist nicht schlimm. Hier ist die Schüssel. Ich habe jetzt leider keine andere da, weil die sind alle in der Spülmaschine. Deswegen machen wir es jetzt so. Also, ich nehme jetzt 5 Esslöffel Joghurt. Ups. So, 1, 2, 3, 4 und 5. So, und jetzt brauchen wir noch 2 Esslöffel Mayonnaise. Okay, ich mache es mal anders. So, okay. Dann brauchen wir 1 Esslöffel Senf oder 2 Teelöffel. Und dann Zitronensaft. Nach Belieben. So. Und dann durchrühren, so schaut's aus. Ich glaube, die Schüssel ist auch ein bisschen zu groß. Scheiße, die Kamera ist ausgegangen. Das heißt, ich habe das gar nicht gefilmt. Ich habe jetzt die Zwiebel geschnitten. Und die Gurke. Ja, und jetzt schneide ich die Paprika. Okay, so schaut es jetzt von oben aus. Jetzt wird das verrührt. So. Ja, und dann warten wir nur noch auf die Kartoffeln. Und wenn die fertig sind, dann können wir essen. So
So schaut's aus nach 45 Minuten. Also richtig gut. Genauso muss das aussehen. Und das sind circa 1 bis 2 Portionen. Ich würde sagen, 2 kleine oder eine große. Genau, hier ist der Salat. Und hier sind die Crunchy Potatoes. Sehen die nicht toll aus? Guckt mal. Wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt, ich würde eigentlich die Kartoffeln mit dem Salat nicht zusammenmischen, sondern die Kartoffeln einfach drüber tun. Seht ihr? Guckt mal. So schaut's aus. Hier, dann könnt ihr das einfach hier so drüber tun, damit die auch crunchy bleiben, ne? So, hier so drüber. Okay. Ist halt ein bisschen schwierig mit einer Hand. So. Okay. So, das reicht. Dann könnt ihr noch ein bisschen würzen, wenn ihr wollt. Ich nehme noch mal das hier. Das hier. Und das hier. Ups. So. Und jetzt lasst es euch schmecken. Okay. Jetzt probieren wir es mal, aber ich weiß ja schon, wie er schmeckt. So. Und zwar. Der beste Salat, Leute. Echt, probiert es mal aus. So, meine Lieben. Meine Bestellung ist angekommen. Die wollte ich euch gerne zeigen. Und zwar habe ich bei Deichmann bestellt. Genau, das ist meine zweite Bestellung. Ich habe nämlich schon mal etwas bestellt. Und zwar zeige ich euch mal meine neuen Sommerlatschen in so einer wunderschönen Farbe. Wisst ihr, wie teuer die waren? Zeige ich euch mal. Die waren nämlich richtig günstig. Die haben gekostet 12,99 Euro. Nur 13 Euro. Und ich hatte sogar noch Prozente drauf. Das heißt, die waren noch günstiger. Und dann habe ich gesehen, dass es die jetzt auch in einer anderen Farbe gibt. Und habe sie mir nochmal bestellt. Habe aber auf Prozente gewartet. Ja, und jetzt packen wir die Bestellung aus. So, schaut mal in rosa und in schwarz. Hier. Moment. Oh Mann, ey. So. Genau, einmal diese hier. Jetzt habe ich die auch in rosa. So, die sind nämlich super bequem. Ja, und einmal hier in schwarz, ne? Guckt mal, ein anderes Modell. So. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe nämlich ein Thema. Ich glaube, ich habe euch das gar nicht erzählt, oder? Es gibt Themen, die ich gerne mit euch besprechen würde. Aber da ich ja nicht gevloggt habe, habe ich es euch nicht erzählt, glaube ich. Okay, fangen wir mit dem ersten Thema an. Und zwar hatte ich euch erzählt, dass ich... Oh, Akku leer. Kennt ihr, ne? Okay, wir versuchen es. Habe ich euch ja erzählt, dass ich Kuscheltiere suche. Dass es schwierig ist, ja, Kuscheltiere zu bekommen, weil die immer schnell vergriffen sind. Also ich meine jetzt so eine... Ich rede jetzt nicht von 1, 2 Kuscheltieren, sondern so eine ganze Box mit Kuscheltieren, ja. Und da habe ich gedacht, ich nutze dafür meine Reichweite. Ich habe auf Instagram nachgefragt, ob jemand vielleicht Kuscheltiere zu verschenken hat. Ich übernehme auch gerne den Versand. Passt auf, da hat sich eine gemeldet, eine Zuschauerin.
sie meinte, sie hat von ihrer Tochter Kuscheltiere. Die würde sie mir gerne schicken. Ich so, ja klar, super. Ich so, ich schicke dir gerne die Versandkosten. Und sie meinte, nee, sie möchte keine Versandkosten. Sie schickt mir das einfach so. Ich so, okay, super. Habe ihr meine Adresse gegeben. Und ich habe so überlegt, soll ich ihr meine Adresse geben? Weil ich habe immer so ein ungutes Gefühl, jemandem meine Adresse zu geben. Ja, da bin ich so wirklich extrem vorsichtig. Ja, weil ich immer so ein ungutes Gefühl habe. Es hat sich herausgestellt, dass das ein großer Fehler war, ihr meine Adresse zu geben, weil sie jetzt auch weiß, wo ich wohne. Ich habe ihr meine Adresse gegeben. Sie meinte, ja, sie schickt sie ab. Sie wohnt halt nicht in Deutschland, aber wenn sie in Deutschland ist, schickt sie die Kuscheltiere ab. Sie hat mir auch Sprachnachrichten geschickt, also ist eine ganz, ganz liebe Person. Folgt mir auch schon länger, guckt auch meine Videos. Früher hat sie ganz, ganz lange liebe Kommentare geschrieben auf YouTube, das weiß ich noch. Ja. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, weil sie meinte, sie schickt das in einem Monat los. Und natürlich, damit sie es nicht vergisst, frage ich sie nochmal nach. Sie so, ja, ja, nächste Woche bin ich in Deutschland, ich schicke die Kuscheltiere ab. Ich so, okay. Und dann ist nächste Woche... übernächste Woche immer noch keine Kuscheltiere. Und ich so, soll ich sie nochmal drauf ansprechen? Ne? Und dann gucke ich so, sie folgt mir einfach nicht mehr auf Instagram. Wo ich mir denke, ey, versteht ihr, sie folgt mir bestimmt seit 10 Jahren auf YouTube. Man kann mich supporten, indem man Mitglied wird, Kanalmitglied wird für 1 Euro im Monat. Und sie ist Kanalmitglied, ja, schon seit Jahren. Deswegen habe ich das nicht erwartet, also das kam unerwartet. Sie ist mir dann wohl entfolgt. Ich glaube, hat irgendwas nicht gepasst, was ich in meiner Story gesagt habe, gepostet habe. Kann ich mir gut vorstellen, war nicht meiner Meinung oder so. Ist mir entfolgt und die Kuscheltiere habe ich nicht bekommen. Habe ihr aber meine Adresse geschickt. Ja, genau, deswegen gebe ich nicht so gerne meine Adresse weiter. War ein Griff ins Klo. Ich hatte mich schon gefreut auf diese Kuscheltiere. Ja. Aber kann man nichts dran machen. Deswegen, ja.